Hallo WWE Universum, hallo zu WWE SmackDown vs. Raw 2011. Aber was ist denn das hier? Wladimir Koslov? Ach, den will doch niemand sehen. Weg damit! Ja, das ist schon ein bisschen besser. Chris Jericho? Aber ich bin überzeugt, da sehen wir heute noch was viel, viel Besseres. Los, weiter. So, was haben wir denn hier? The Superstar! Ah, das ist ein wahrer Superstar mit Klasse. Nicht so wie die ganzen Flachpfeifen, die sich sonst so bei der WWE tummeln. Warum ihr den Typen noch nie in TV-Shows gesehen habt? Ganz einfach. Schmiddig ist mein selbstgebauter Wrestler, mit dem ich im Road to WrestleMania-Modus gegen den Undertaker zu Felde ziehe. Road to WrestleMania ist der Story-Modus von WWE SmackDown vs. Raw 2011. Hier könnt ihr entweder als einer von vier vorgegebenen Superstars nach dem Goldgürtel greifen oder in eine bei WrestleMania gipfelnde Fehde gegen den Sensenmann persönlich ziehen. Und zwar mit eurem eigenen Charakter. Oder habt ihr etwa Schiss, dass es euch nicht gelingt, die Siegesserie des Phenom zu beenden? Im Road to WrestleMania-Modus tretet ihr wöchentlich in einem Kampf an, um euch einen Platz im Main-Event der nächsten WrestleMania zu sichern. Im Beispiel der Undertaker-Storyline muss sich der Frischling, also ihr, in einem Turnier durchsetzen. Hier kommt's zu allerhand WWE-typischer Entwicklungen, bei denen ihr euch Verbündete und Gegner macht. Die drei Gestalten hier wollen gerade unter sich ausmachen, wer im Kampf gegen den Taker seine Gesundheit aufs Spiel setzen darf. Und ich kann mich irren, aber es sieht ganz danach aus, als ob Schmiddig die Sache... Oh, was ist das? Das Licht geht aus. Der Undertaker ist im Ring und stürzt sich auf Jericho. Ja, diese TV-typische Inszenierung ist eine der großen Stärken von WWE SmackDown vs. Raw 2011. Aber dazu später mehr. Sehen wir uns lieber den Editor und den Story-Modus genauer an. Im Editor bastelt ihr euch wie in den Vorgängern einen Wrestler-Marke Eigenbau. Genau wie die WWE-Wrestler im Spiel profitieren auch die Editor-Prügelknaben von den erhöhten Details der Spielfiguren. Von der Schuhgröße bis zum Kopfumfang dürft ihr wie gewohnt alles nach euren Wünschen verändern. Und was macht man mit so einem Typen, wenn er fertiggestellt ist? Na klar, man jagt ihn durch den Story-Modus. Hier lauft ihr durch die Backstage-Bereiche der Hallen und empfangt zum Beispiel Nachrichten von Vince McMahon, der uns hier zu 170 Erfahrungspunkten beglückwünscht. Also ab zum Doc, um die Statuswerte aufzubessern. Aber was sind denn das alles für Plastikcontainer und Spritzen und Kram? Ich dachte, das wäre verboten bei der WWE. Na, was soll's. Bessere Werte sind bessere Werte. Backstage trefft ihr natürlich auch Wrestler-Kollegen. Mit denen könnt ihr sprechen oder sie zu einem Backstage-Brawl herausfordern. Je nachdem, wie ihr euch benehmt, reagieren die Charaktere anders auf euch. Zum Beispiel diese Diva. Hallo, Baby. Zu Hilfe, zu Hilfe. Aber ich will doch nur reden. Nein, nein, lass ab von mir, großer, starker Müllmann. Frauen. Aber schauen wir doch mal, was abseits von Editor und Story-Modus so abgeht. Wie gewohnt wählt ihr im Hauptmenü aus einer Milliarde möglicher Matcharten. Naja, ganz so viele sind es natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Darunter zum Beispiel das beliebte Tables Match, das von der neuen Havoc Physik Engine profitiert. Wie ihr wisst, gewinnt man das Match, indem man den Gegner durch einen Tisch haut. Bisher lief das immer in vorgegebenen Animationen ab. Nun reagieren Objekte wie die Klapptische direkt auf eure Aktionen. Dadurch habt ihr nicht das Gefühl, immer das Gleiche zu sehen. Ebenfalls ein gutes Beispiel für die Physik-Engine sind die Leiter-Matches. Schauen wir doch mal den Diven der WWE zu, was sie damit so anstellen. This has gotta be it. That briefcase is coming down for sure. Ah, wenn zwei sich streiten, freut sich... Oh, das tat weh!
Die Leitern fallen immer anders um. Und wenn ihr mal unten auf das erste Seil über dem Mania-Schriftzug achtet, da liegt mit einem Bein eine Leiter drauf. Die Objekte reagieren physikalisch korrekt auf die Umgebung. Und damit nicht genug, haben am Boden herumliegende Leitern, Stühle oder Tischtrümmern sogar Auswirkungen auf das Match. Knallt ihr den Gegner drauf, macht sich das jeweilige Objekt in seinem erhöhten Energieverlust bemerkbar. Aus dem letzten Teil der Reihe übernommen hat man die Superstar-Fähigkeiten. Achtet jetzt mal auf Chris Jericho. Der liegt am Boden, da ist das Icon und wusch ist er weg. Das war die Superstar-Fähigkeit Flucht, mit der ihr schnell aus brenzligen Situationen entkommt. Und Rey Mysterio darf's jetzt ausbaden. Die Battle Royale darf natürlich in keinem Wrestling-Spiel fehlen. Für WWE SmackDown vs. Raw 2011 hat man die Steuerung etwas überarbeitet. Wollt ihr einen Kollegen übers oberste Seil schicken, müsst ihr Tastenkombinationen nachdrücken oder Reaktionstests bestehen. Bis zu 6 Wrestler sind hier gleichzeitig im Ring. Das gilt auch für die Online-Variante, bei der insgesamt 12 Spieler mitmischen dürfen. Während maximal 6 Leute beschäftigt sind, vertreiben sich die übrigen 6 Spieler die Zeit bis zum großen Auftritt als Zuschauer. Apropos Online-Variante. Bei WWE SmackDown vs. Raw 2011 müsst ihr den Online-Multiplayer per beiliegendem Code freischalten. Habt ihr diesen Code nicht, weil ihr das Spiel zum Beispiel gebraucht gekauft habt, wird eine Gebühr fällig. Besitzer der Wii-Version müssen sich darüber allerdings keine Sorgen machen, denn die bekommen gar keine Online-Modi spendiert. Wieso und weshalb konnte man uns nicht sagen, schade ist's aber allemal. Wie bereits angesprochen, ist die Inszenierung eine der großen Stärken von WWE SmackDown vs. Raw 2011. Zuständig dafür ist der Menüpunkt WWE Universum, der genau über die gespielten Paarungen Buch führt und Rivalitäten sowie Freundschaften verwaltet. Auf Wunsch könnt ihr das natürlich auch abschalten, doch dann verpasst ihr großartige Szenen wie diese hier. John Cena auf der Leiter, er springt runter und das ist das Ende für Randy Orton. Moment, was ist das? Sheamus kommt in die Halle? Sheamus ist da und er stürzt sich auf John Cena. Naja, draufstürzen ist vielleicht das falsche Wort. Aber das ist ein Problem der KI. Jetzt wird er gleich John Cena bearbeiten. Ja, mit dem Stuhl und Randy Orton. Und da kommt Triple H in die Halle. Also ich schätze, ihr versteht, was ich meine. Das ist einfach großartig gemacht und fast wie im Fernsehen. Es ist durchaus einiges los bei WWE SmackDown vs. Raw 2011. Sinnvolle Neuerungen wie die zugänglichere Steuerung, die Physik-Engine und vor allem die WWE-Universum-Option machen das Spiel zu einem Volltreffer für Wrestling-Fans. Schade nur, dass Entwickler Hughes immer noch keine Zeit gefunden hat, die betagte Engine in den Ruhestand zu schicken. Technisch ist das Ding nun nämlich wirklich bis zum allerletzten ausgereizt. You know what my favorite part of SummerSlam is? The Divas! Undertaker did it! Undertaker wins!